Mache deine Augen zu. Genieße die Ruhe hier im Raum. Konzentriere dich auf deinen Körper, deinen Atem und auf meine Stimme. Lass deinen Atem ruhiger werden und erlaube dir diese wunderschöne Entspannung. Denn du weißt genau, dass dir diese Entspannung gut tut. Denn wenn du dieses Verlangen zulässt, erreichst du deine Ziele am schnellsten. Denn diese Entspannung in der Trance hilft dir, deine Ziele schneller zu erreichen, neue Möglichkeiten zu finden, deinen Weg zu deinem Wunschgewicht zu unterstützen. Und währenddessen kannst du deine innere Ruhe noch deutlicher spüren. Kommst du wie von selbst in eine wundervolle Trance. Dein ganzer Körper kommt immer mehr zur Ruhe. Und vielleicht spürst du es jetzt schon, die Entspannung um die Augen herum. Diese Ruhe kannst du auch schon auf deiner Kopfhaut spüren. Du spürst, dass sich dein Nacken auch schon entspannt. In diesem Augenblick. Auch dein ganzer Körper kommt jetzt zur Ruhe. Deine Arme entspannen sich. Diese angenehme Ruhe über die Wirbelsäule bis ins Becken breitet sich aus. Deine Atmung immer ruhiger und gleichmäßiger wird. Dabei breitet sich die Ruhe weiter aus. Über das Becken, in die Beine, in deine Füße. Der ganze Körper ist angenehm ruhig, angenehm warm. Mit jedem Atemzug Ruhe aufnehmen, bei jedem Ausatmen Unruhe ausatmen. Fühle die Entspannung der Trance, sinke tiefer in diesen wunderschönen Zustand. Denn Trance ist der Zugang zu dir selbst. Dort findest du den Weg zu deinem Wunschgewicht. Lass deine Gedanken vorüberziehen wie Wolken am Himmel, denn dort findest du den Weg zu deinem Wohlfühlgewicht. Alle Geräusche sind völlig gleichgültig. Sei nur bei dir selbst, denn dort findest du den Weg zu deinem gesunden Gewicht. Schau in das Innerste deiner Gefühle, denn dort findest du den Weg zu deinem Wunschgewicht. Lass die Ruhe zu, deine innere Ruhe, und versinke in der Tiefe deiner Trance, denn dort findest du den Weg zu deinem Wunschgewicht. Denn du willst heute etwas tun, etwas Gutes für dich tun. Du nützt diese Trance, um dein Gewicht zu verlieren, um abzunehmen, deine Gewohnheiten zu verändern, dich wohlzufühlen. Und während du dabei immer tiefer und tiefer in diese angenehme Trance singst, klar und deutlich meine Stimme. Du kannst dir sogar vorstellen, wie meine Stimme sich verändert, so, dass sie für dich genau richtig klingt.
so dass sie zu deiner inneren Stimme wird. Meine Worte, deine eigene innere Stimme ist. Du alles, was sich für dich gut anfühlt, was gut und richtig für dich ist, ganz tief in dein Unterbewusstsein hineinfließen lässt. Dein Wunschgewicht. Du dabei noch tiefer sinkst in diese wundervolle, angenehme Trance. Du bist heute in diese Trance gegangen, da du dich entschlossen hast, abzunehmen, heute ein neues Leben zu beginnen. Heute ist der erste Tag in deinem neuen Leben, denn heute beginnt die Zeit einer gesunden Ernährung, die dich abnehmen lässt. Abnehmen, bis du ein gesundes Gewicht, eine schlanke Figur erreicht hast. Dieses Bild kann jetzt ganz nebenbei in deiner Vorstellung wachsen oder ist bereits schon geschehen. Du hast schon ein inneres Bild davon, wie du aussehen willst, wie viel du abnehmen willst. Dieses Bild oder diese Vorstellung verstärkt deine Entscheidung. Es ist ein gutes Bild, eine gute Entscheidung für dich und für deine Gesundheit. Deine Entscheidung, eine richtige Entscheidung. Du bleibst bei dieser Entscheidung. Du beginnst eine neue Ernährung. Lebst gesund, kommst mit dir selbst und deinem Körper immer näher. Jetzt, du beginnst damit, deine Gedanken neu zu ordnen, es so zu ordnen, dass deine neue Ernährung zur Selbstverständlichkeit wird, dass du Süßes ganz einfach von deinem Speiseplan streichst. Süßes wird immer gleichgültiger, genauso wie alle ungesunden Kohlenhydrate durch gesunde Sachen ersetzt werden. Dein Unbewusstsein leitet dich wie von selbst dazu an. Vielleicht hast du schon einen genauen Plan oder du arbeitest noch daran. Doch das Wichtigste ist, dass du den neuen Gedanken hast. Den Gedanken. Ich stelle meine Ernährung um. Denn genau dieser Satz wird zu deiner Leitlinie für dein Abnehmen. Ich stelle meine Ernährung um. Das ist deine Entscheidung. Ein entscheidender Schritt. Denn dieser Satz erinnert dich immer wieder daran, den neuen Plan zur Wahrheit zu machen, dich daran zu halten, eine neue Sichtweise auf deine Ernährung zu bekommen. Diese Gedanken kann dein Körper schon spüren. Alle Gedanken sind in deinem Körper. Diese Idee breitet sich immer mehr in dir aus. Vielleicht kannst du es ja schon bewusst wahrnehmen, wie sich in deinem Körper alles abbildet, alles neu ausrichtet. Er reagiert mit Hunger oder Geräuschen im Magen, zeigt dir, was in dir vorgeht. Er reagiert auch mit dem Gefühl von Fülle und Sättigung. Dein Körper zeigt dir immer das richtige Gefühl. Doch manchmal
versteht es der Verstand falsch. Was dein Verstand bisher als Hunger wahrgenommen hat, war meist das Signal, etwas fehlt. Doch was fehlt? Ist es die Menge des Essens, der als Hunger wahrgenommen wird? Ist es das seelische Befinden? Doch es fehlte nicht die Menge des Essens, sondern das richtige Essen, die passenden Lebensmittel oder sogar ein seelischer Hunger. Also wird jetzt das Signal deines Körpers, das bisher als Bedürfnis nach Essen bei dir ankam, zu einem neuen Signal. Dein Verstand kann es immer deutlicher wahrnehmen, dieses Signal richtig einzuordnen. Du änderst wie von selbst deine Lebensgewohnheiten, lässt Süßes und Kalorienschweres immer häufiger weg, hörst deinem Körper immer genauer zu, spürst, welche Lebensmittel er benötigt. Das Bedürfnis, deinem Körper, deine Seele immer besser zu nähren, wird stärker. Du änderst deine Nahrungsmittel, deine Lebensmittel, deine Ernährungsgewohnheiten oder sogar deine Lebensgewohnheiten. Spürst immer genauer, was dein Körper wirklich braucht. Deine Gefühle werden dir immer mehr zu einer großen Hilfe für dein Vorhaben, deine Ernährung zu ändern, abzunehmen. Und je mehr du deine wahren Gefühle spürst, werden deine Emotionen dir helfen. Das Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit wahrzunehmen. Sie sind in dir. Manchmal nur vergraben, unter Belastungen des Alltags oder dem Stress. Doch die Leichtigkeit ist da und es gelingt dir im Zustand der Ruhe, den du jetzt spürst, immer tiefer in die Welt deiner Gefühle vorzudringen. Genau diese Gefühle zu finden und im gleichen Augenblick stellt sich dein Gefühl um, entsteht in dir das immer stärkere Bedürfnis, diese Leichtigkeit deutlicher zu fühlen und auch im Körper leicht zu sein. Leichte Gedanken in einem leichten Körper, leichte Gefühle in einem leichten Körper. Das ist es, was du wirklich brauchst. Leichte Gedanken in einem leichten Körper, leichte Gefühle in einem leichten Körper. Vor deinem inneren Auge entsteht jetzt ein Plan, denn du hast diesen Plan in dir. Dieser Plan entsteht aus all deinem Wissen, das du schon über dich und deine Ernährung hast. Dein innerer Plan, der zur Wahrheit wird. Du schöpfst aus all dem Wissen über Lebensmittel deinen wahren Bedürfnisse, die in dir sind. Setzt alles um, was dir beim Abnehmen hilft. Du spürst immer deutlicher, welche Lebensmittel dir helfen, welche Nahrungsmittel nicht mehr oder nur ganz selten auf deinen Speiseplan vorkommen. Dieser Plan ist ganz tief und fest in dir verankert, wird dich auch nach der Hypnose weiter begleiten. Du hast gelernt und verstanden, welche Lebensmittel dir beim Abnehmen helfen. Du hast schon einiges erreicht.
Und es geht noch mehr. Du hast die Entscheidung getroffen. Jeden Tag triffst du sie noch einmal. Du sagst bewusst und mit voller Überzeugungskraft: Ich ändere mein Leben. Ernähre mich bewusst und gesund. Alte Gewohnheiten verschwinden immer mehr. Die Leichtigkeit und Freude kommen immer mehr in meinem Leben. Ich stelle meinen Speiseplan um, denn dieser Gedanke hilft dir bei dem, was du tust. Es wird Wirklichkeit und du schaffst es, denn du hast die Stärke und die Kraft dazu. Du hast die Stärke und die Kraft. Nun wirken alle Worte, die du gehört hast, ganz tief in deinem Inneren. Lass alle Worte frei in dein tiefstes Inneres fließen und dort in aller Ruhe ihre Wirkung entfalten. Gut so, alles Wichtige ist getan. Und nun stellst du dich darauf ein, in wenigen Augenblicken wieder zurückzukommen, in den wachen Alltag zurückzukehren, ganz und gar wach zu werden, im Vertrauen darauf, dass du mit einer neuen Einstellung zum Essen, zu dir selbst, wieder wach wirst. Ich helfe dir jetzt beim Wachwerden. Kreislauf, Blutdruck, genau für dich optimale Werte. Das ist ganz leicht. Du bist bereits wach. Du musst es nur deinem Körper sagen, ihn informieren. Gib deinen Beinen die Information, dass du wach bist. Informiere deinen Bauch darüber, dass du wach bist. Informiere deinen Rücken darüber, dass du wach bist. Informiere deine Arme darüber, dass du wach bist. Informiere deine Schultern darüber, dass du wach bist. Informiere deinen Kopf darüber, dass du wach bist. Öffne deine Augen. Du bist wach, hellwach.